So, wir müssen die Bretter wahrscheinlich irgendwie aufhebeln. Ich will nicht ins Klo gucken. Die Toilette ist vollkommen verstopft, das wundert mich doch nicht. Alter, nicht mal, Alter, guck mal, der Toilettensitz, voll verschrapelt, voll ekelhaft. Hier ist noch Koks, Koks auf dem Klositz, Alter, weil die alle ekelhaft sind. Halt Kacke noch in der Nase, durch den Strohhalm gezogen und alles widerlich hier einfach. Boah, boah. Die arme Tochter. Nichts passiert, das Klo muss verstopft sein. Das ist das kleinste der Probleme. Einer der Duschknöpfe fehlt. Das heißt, sie können nicht mal richtig duschen hier, deswegen sieht der Alanis Morissette auch so dreckig aus auf dem Titelbild. Ekelhaft einfach nur. Quickly, Teresa. Jump. I'll catch you. Mal! Naja, ist das Spiel vorbei. So, hier haben wir noch, Spiegelscherbe und ein gut gefotoshopptes Bild. Die beiden Herrschaften sind sehr schön da reingeschnitten. Hinter dem Foto ist etwas, doch ich kann es irgendwie nicht abziehen. Wie das Klo, man kann es einfach nicht abziehen. Mit der Spiegelscherbe kann man da leider auch nicht schneiden, das ist völlig unmöglich, denn Scherben sind ja für gewöhnlich sehr stumpf. Hier ist noch eine Scherbe. Hier ist noch ein Blueberry oder Blackberry oder Greenberry oder Berry Mary oder Berry Manilow, ich weiß es nicht. Bin auf dem Weg nach Hause. Jane, are you there? My phone died. I'm on a plane home right now. An ambulance is on its way. Hang in there. Typen mit Bart ekeln mich einfach an. So, bin auf dem Weg nach Hause. Wir haben die Antwort auf die SMS. Ist ein bisschen, sag ich mal nichts zu. So, Spiegelscherbe und ein Münzchen. Hier wird alles abgezogen. Das Bild wird abgezogen, das Klo wird abgezogen, das Personal wird abgezogen. Ich fühle mich mit dem Spiel auch ein bisschen abgezogen, wenn ich ehrlich bin. Autofoto, nein, eigentlich nicht. Das Spiel ist eigentlich lustig. So, vor allem kann man sich schon drüber lustig machen. Leute nehmen das auch noch ernst manchmal in den Kommentaren. Wenn ich mich über Wimmelbildspiele lustig mache, nehmen die das ernst. So. Also wenn ihr so wohnen wollt, ich meine, also mal ganz ehrlich, ne? Die Virusepidemie hat gerade angefangen. Wir befinden uns im Haus der Tante. Und guckt dir mal die Wände an, wie runtergekommen die sind. Teilweise bis auf den Putz, bis auf die Bretter unter dem Putz. Hier unten alles verpegt. Das ist einfach, das ist nicht normal. So darf keiner wohnen. Das ist einfach... Das ist kein Outbreak, ist ja kein Wunder, dass die mit dem Virus angefangen hat, wenn ihr so verschmutzt wohnt einfach. Das ist ja wie die Pest. Das ist ja einfach ein Gnadenschuss. So, 1, 2, 3. Diese Scherbe setze ich mal dahin. Diese setze ich mal dahin. Diese setze ich mal hier querfeld ein. Und dann fehlen da noch ein paar, wie es aussieht. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Ja, die Therese haben wir offenbar. Die hat die ganze Zeit geklopft, aber die kriegen wir nicht. Ist das ein Foto da drin? Ach, ein Pömpel haben wir doch, ich Idiot. Der Duschknopf steckt dort drin fest. Etwas Wasserdruck könnte ihn loslösen. Wir können ja mal ordentlich reinschiffen. Da müssen wir am Automaten wahrscheinlich noch ein bisschen Cola ziehen. Oh, Alter, da kam gerade so ein alter Sud hoch. So ein alter Rektalmock von Anno Knips. Der Duschknopf wurde durch die Leitung gespült. Und ich kann mir schon denken, wo der ist. Nicht? Ich habe gedacht, dass das Klo vielleicht hier wieder rauskommt einfach. Bei dem Haus weiß man nie. Gehst du da kacken und dann flitscht das hier einfach so raus. Wäre ja nicht so ungewöhnlich bei diesem Haus. So, gucken wir mal unten. Der Duschknopf wurde ja durchgespült. Hier können wir... Da können wir rein. Autofotos haben wir auch noch ein paar. Ach, das war hier. Ach, da ist ja noch eine Spiegelscherbe. Die erkennt man gar nicht. So dieses stumpfe Graue einfach nur. Haben wir hier noch irgendwo eine Spiegelscherbe? Ich setze die mal gerade ein. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch fehlen, ehrlich gesagt. Ach, das war die letzte. Okay. Ah, natürlich, das Licht fällt durch einen Riss im Dach und der Spiegel wurde hier extra so aufgehangen, dass er irgendwas Geheimes zeigt, denn... Das muss man berücksichtigen. Die Tante von der Alanis Morissette, die hat schon immer mit diesem Loch im Dach gewohnt. Deswegen, in dem Rohr dort oben, ach, das war das. Deswegen hat sie auch den Spiegel extra so aufgehangen. Das Loch war schon immer da im Dach. Das ist strategisch. Okay, da müssen wir jetzt auch noch irgendwas reinsetzen bei der Puppe, damit das wieder reflektiert. Auch die Puppe wurde da nicht einfach nur hingemüllt, sondern die sitzt ganz strategisch da. Der ganze Müll hier ist einfach strategisch.
Das ist eine ganz strategische, ein ganz strategisches Haus. Ganz strategisches Dekor, alles hier. So. Wir haben die Autoschlüssel. Dazu brauchen wir wahrscheinlich auch alle Autofotos. Ich weiß aber gar nicht, wie der entscheidet, wie man die hinhängt. Das weiß ich gar nicht. So, ich gehe mal runter. Durch das strategische Haus. Anders, der strategische Käfer klettert gerade empor. Ich guck mal das strategische Reißbrett und hänge mal die drei Autofotos auf. 2, 3. So, Autoschlüssel. Woher weiß der eigentlich, welches Foto wohin kommt? Das ist mir gerade ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich wüsste das jetzt nicht. Okay, ich gehe mal kurz raus und schau mal, was das hier für ein Auto ist. Es ist ein blauer Wagen, dessen Marke ich überhaupt nicht zu erkennen vermag. Es ist dieser hier, glaube ich, ne? Ich frage mich, ob der Rest der Fotos... Alter, du brauchst nur noch ein scheiß Foto. Nimm doch einfach den Schlüssel, das ist der Wagen von draußen oder der hier. Mann, ey, das ist einfach eine Gurkenfresse, das gibt's ja gar nicht. Okay. Ich schau mal ganz kurz nochmal in das Buch. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Da hatten wir alles schon. Bin auf dem Weg nach Hause. Das muss Janes Telefon sein, mit dem die Videos aufgenommen wurden. Sieht wie eine Videobotschaft ihres Verlobten Adam Geddes aus. Hört sich an wie Armageddon. Er hat ihre Anrufe verpasst, da er geschäftlich unterwegs war, was aber aus dem Video nicht ersichtlich wird, denn er sagt es nicht, aber ich weiß es trotzdem, weil ich allwissend bin. Er hat es aufgrund der Evakuierung vermutlich gar nicht erst in die Stadt geschafft. Ich war so nah dran. Sie werden in der Dunkelheit nicht weit kommen, ich könnte ihnen im Simpson Park den Weg abschneiden, wenn ich irgendwie über die Brücke komme. Das Überwachungsteam scheint ihre Untersuchung des Gebiets früher abgeschlossen zu haben. Die letzten Zivilisten werden über die Grundschule evakuiert. Sie sollten noch mindestens für einige Wochen Luftaufnahmen machen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Rest des Tagebuchs füllen wir natürlich auch aus. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. Tja, mit dem Wagen können wir nichts machen. Wir haben einen Piekschlüssel, einen Plastikbehälter, eine Armbrust. Den 7er-Knopf, den füge ich mal eben beim Automaten ein. Ich weiß gar nicht, was der bringen soll. Alter, ich will doch gar nicht hier hin. Ich weiß gar nicht, was der bringen soll letzten Endes. Oder kommt der Obdachlose wieder und will vielleicht noch irgendwie ein bisschen Vogelfutter auf der Hand? Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwas... Ich weiß gar nicht, das hier waren die Chips, glaube ich, ne? Jetzt haben wir 5 Münzen. Wir brauchen eine 7. Das Einzige, was es mit der 7 gibt, ist Vogelfutter. Das heißt, wir brauchen noch 2 Münzen. Dann können wir uns das Vogelfutter holen. Wir brauchen also wirklich Vogelfutter. Ich wusste, es hängt nicht aus irgendeinem Grund hier. Da ist die 7. Und wir brauchen also noch 2 Münzen, bis wir Vogelfutter kriegen. Vorher wird das hier nichts. Piekschlüssel, Plastikbehälter, Armbrust. Hier nicht noch die Hornisse, der man irgendwas reinstecken soll? Kann ich die einfach mitnehmen? Hornisse! Gefunden Hornisse! Ich weiß nicht wozu, bis jetzt brauchten wir die Hornisse nicht, aber... Okay. Was ist das? Diese Türen sind verschlossen. Vielleicht komme ich aber die Hintertür hinein. Und das kamen wir wirklich. Durch das Hintertürchen kamen wir da rein. Aber sonst, da unten ist der tote Opa. Hier ist einmal Janischt. MH, sonst haben wir hier einfach nur einen riesen Müllhaufen. Es finde ich komisch, in der Stadt regnet es die ganze Zeit und hier scheint die ganze Zeit die Sonne. Das ist ein sehr merkwürdiges Wetterphänomen hier über Oxford. Hier regnet's und hier scheint die Sonne. Es ist sehr merkwürdig. Vielleicht ist es ein sehr großes Fenster, wo wir dann quasi die Schlechtwetterfront überbrücken, bis irgendwo dahinter den Horizont nach den schlecht Alpha geschoppten Bäumen. Ich weiß auch nicht. So, ich gehe mal da hinten hin. Vielleicht kommen wir da irgendwo in die Sonne, aber ich glaube, nein, überall regnet es, außer in diesem komischen Schuppen. Ich weiß gar nicht so recht, was wir jetzt machen sollen, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir diese 3 Sachen. Uns fehlt noch ein Foto. Wir haben noch den Piekschlüssel. Können wir mit dem irgendwas aufschließen? Draußen vielleicht? Hier brauchen wir das Hähnchen auf jeden Fall. Hier brauchen wir etwas. Fehlt. Da fehlt ein Hähnchen. Sonst können wir hier nichts machen. Wir haben alles andere ja schon aufgeschlossen und aufgemacht.
Da war doch gerade noch eine Frage. Ach so, ja, hier brennt. Okay, ja, super. Wir brauchen noch ein anderes Autofoto. Ich weiß aber nicht, wo wir das finden sollen, ehrlich gesagt. Da kommen wir gar nicht mehr rein. Da war nur ein Wimmelbild. Der Puppe können wir doch die Hornisse reinstecken. Das funktioniert bestimmt. Peak-Schlüssel. Ich weiß auch gar nicht, was wir noch aufschließen können mit dem Peak-Schlüssel. Peak-Schlüssel, Peak-Schlüssel, Peak. Hier ist ja auch gar nichts. Können wir vielleicht das Bild aufschließen damit? Das wäre aber schräg. Hinter dem Foto ist aber... Doch, ich kann es irgendwie nicht abziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke hier nur so rum. Ich bin hier nur zu Besuch und warte, dass dann irgendwann Vera in Wien auftaucht wieder. Und ich frage mich auch, wo ist denn der Duschknopf hin? Ist der vielleicht in der Dusche gelandet? Da kommen wir gar nicht erst rein. Hallo? Abziehen können wir auch nicht mehr. Der Duschknopf wurde durch die Leitung gespült, die Hornisse auch. Nein, offenbar nicht. Okay, jetzt bin ich dann doch ein bisschen, jetzt würde ich gerne wissen, wie es weitergeht, denn ich möchte auch gerne noch das Autofoto finden. Ich frage mich, wofür die Schlüssel gut sind. Wahrscheinlich braucht man da gleich irgendwie 3 Schlüssel oder 4 Schlüssel. Und ansonsten, da kommen wir nicht hin. In dem Rohr dort oben ist etwas, doch ich komme nicht heran. Vielleicht kommen wir da den... Vielleicht kommen wir da auch dann das Ding... Okay. Wie soll man denn da herankommen? Da brauchen wir eine Leiter. Wir können doch nicht einfach eine Leiter mit uns rumschleppen. Ich nehme mal einen Tipp. Matt. Willst du mich verarschen? Ach so, der sagt mir nur, wo ich hin muss. Okay, dann... Ich dachte gerade, da liegt jetzt irgendwas direkt vor meiner Nase. Tipp. Ach so! Ach, da geht's doch in den Keller, die habe ich gar nicht gesehen, weil die Tür offen steht. Da haben wir das letzte Autofoto. Na, dann gucken wir doch mal, da ist der Duschknopf. Der, das löst ja alle unsere Probleme, da freue ich mich ja immens. Nicht. Sonst ist da nix. Nee, sonst ist da nur ekelhaft. Okay, wir haben das letzte Autofoto, das hänge ich jetzt mal dahin. Lösen. Klicke, um einen Schlüssel aufzuheben, klicke erneut, um das richtige Foto zu legen. Der Stern, das gehört zusammen, das hier gehört auch zusammen, sieht man am Vögelchen, diese Radkappe ist diese da, die 8 gehört zu 8, achso, da haben wir noch, und die beiden vertauschen wir nochmal. Dieser Schlüssel könnte zu dem Auto draußen gehören. Gefunden, Autoschlüssel. Ich freue mich sehr, da haben wir es doch noch geschafft. Und ich gehe mal ganz kurz nach oben. Ich dachte schon, der, die das weiß, automatisch, welcher Schlüssel wohin gehört. Aber das muss man dann doch gewieft lösen. Weil zum Glück jeder Schlüsselbund ja was dran hat, damit man auch weiß, damit jeder Dieb weiß, der den Schlüssel klaut. Aha, dieser Schlüssel gehört bestimmt zu dem Auto da. Das ist total clever. So, den Duschknopf, den hauen wir jetzt hier hinten ran. Oh oh. Bäh. Da haben wir das ganze Ding auch unter Wasser gesetzt. Jetzt suppt das überall rum. Hier kriegt man noch einen tollen Spachtel. Da freue ich mich sehr. Dann können wir vielleicht das Bild rauskratzen. Und ich fürchte, der Schlüssel ist auch nach unten irgendwie gelangt. Was mit dem Rohr hier ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie wir da rankommen. Vielleicht können wir mit dem Spachtel das Bild hier rausziehen. Ich weiß es nicht. Offenbar nicht. Können wir mit dem Spachtel überhaupt irgendwas machen? Können wir vielleicht mal das Haus hier neu grundieren oder irgendwas? Es ist ja, es fällt ja sowieso alles auseinander. Das ist ja lebensgefährlich hier zu wohnen eigentlich. Hallo? Achso, ich muss warten. Jetzt darf ich. Karo-Schlüssel ist gefunden. Der Keller ist unter Wasser und wir können nicht mehr reingucken. Das ist natürlich super. Der ganze Keller unter Wasser gesetzt. Wir haben einen Karo-Schlüssel, einen Peak-Schlüssel. Wir haben einen Spachtel. Wir haben den Autoschlüssel für draußen. Da gehen wir gleich mal gucken. Wir machen immense Fortschritte bei diesem super-duper-Schnupper-Spiel. So. Jetzt bin ich gespannt. Ach so, ich dachte, wir können ins Auto gucken. Wir sind aber noch auf der anderen Seite. Hier haben wir einen Hahn. Den Hahn können wir mitnehmen. Ich wundere mich, dass wir selber nicht infiziert sind. Finde alle Teile des Hahnemblems. Das Bild zeigt dir die fehlenden Teile. Was?
Alter, da muss ich irgendwelche Kackflecken suchen, die auf dem Bild rumliegen. Ich weiß überhaupt nicht, wie die aussehen sollen. Das sieht aus wie ein Seestern. Das passt doch überhaupt nicht. 8 Stück fehlen noch? Wie soll man die finden? Ich klicke einfach mal alles an, was irgendwie nicht ins Bild passt. 4 Stück fehlen noch. Das ist mein Lieblingsspiel. So, ach ja, 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 das wollte ich anklicken, ja. Das war das Können, einfach nur Skills, Mad Skills. Das fehlt noch ein Schweifstück. 3 Teile fehlen noch. Das hier, ein Bein und ein Schweifstück. Ein Bein? Wo soll ich das Bein herkriegen, alter Finne? Ich musste gerade mal das Ding hier abnehmen. Hat sich gerade in meine Hand geschnitten. So, Bein? Wo ist denn hier ein Bein? Das ist... habe ich überhaupt nicht gesehen, aber ja, da lag was. So, jetzt brauchen wir noch das Bein und ein Schweifstück. Schweifstück? Da ist das Bein. Schweifstück? Schweifstück. Schweifstück. Super Musik. Es ist der geilste Soundtrack, der jemals produziert wurde. Yeah, yeah, yeah. Super Musik. Diese komische gefotoshoppte Pflanze, da falle ich immer wieder drauf rein, genau auf die Rose. Wo ist denn jetzt das Schweifstück, Alter? Ich will ja nicht abschweifen, da ist es. Jetzt haben wir Hahnemblem. Hahnemblem.